Ein weiterer Homeoffice-Tag und ich glaube, ich muss mich kurz ein bisschen aufregen, ich muss kurz ein bisschen ranten, denn die meisten Leute sind total cool drauf. Die meisten Leute checken, wie die Lage ist und bleiben zu Hause und waschen sich ordentlich die Flossen und die checken einfach, dass sie drauf achten. Aber ich sehe immer noch vereinzelt Postings auf Social Media, wo Leute, egal jetzt, ob sie 50 sind oder 20 sind oder so, sehe ich in allen Altersklassen, die einfach sagen, ey, wir machen trotzdem Party, wir scheißen drauf. Hahaha, YOLO. Und das ist so damn respektlos und asozial. Zum einen asozial, weil diese Leute natürlich dazu beitragen, dass noch mehr Menschen angesteckt werden, die daran sterben können. Und zum anderen ist das so respektlos den Leuten gegenüber, die sich den Arsch gerade aufreißen, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Es gibt so viele, weiß ich nicht, Leute, die in der Pflege sind, Leute, die in Krankenhäusern worken oder die Lastwagen fahren oder die in Supermärkten arbeiten. Oder es gibt so viele Jobs, die gerade so wichtig sind und wo Leute sich richtig, richtig den Arsch aufreißen, obwohl sie auch am Struggeln sind, obwohl sie auch gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben und die stellen das nach hinten und sagen, okay, ich ziehe trotzdem durch, weil sonst klappt hier alles nicht. Und vor dem Hintergrund dann noch zu sagen, ich will lieber Party machen, egal ob man 20 oder 50 ist, ist einfach, nee, regt mich ein bisschen auf. Okay, anderes Thema. Ich hatte mir neulich so eine Bio-Kürbissuppe geholt. Das ist kein Werbung. Ich wollte nur sagen, wenn ich den jetzt mit dem Löffel esse, ganz normal, dann ist das ja Essen. Das ist ja nicht Trinken, das ist ja Essen. Aber wenn ich das jetzt trinke, so ohne Löffel, einfach so aus dem Becher raus, dann ist es ja praktisch ein Smoothie. Also ein herzhafter Smoothie. Und dann ist es ja trinken.